kann das nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Das mit uns. Ich kann das mit uns nicht mehr. Hey Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ganz kurz, dieses Video ist anders als die anderen Videos. Das heißt, es ist mehr in die emotionale Richtung als in die lustige Richtung. Das Ding ist, ich war mega krank. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen angeschlagen, aber zu dem Zeitpunkt war ich mega krank und ich wusste, ich kann vor der Kamera nicht so performen wie sonst. Meine Nase lief, ich hatte Fieber, ich hatte Hustenreiz, ich musste niesen die ganze Zeit. Also mir ging es gar nicht gut. Deshalb dachte ich, ich mache so was Ruhigeres, was Emotionales. Kann sein, dass es nicht jedem gefällt. Wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr. Aber ganz wichtig, bleibt auf jeden Fall dran, denn danach habe ich noch ein Bonusvideo, was niemand kennt, was wieder lustig ist, was ich als extra noch hinten dran gebe für die, die nur auf lustig stehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt viel Spaß bei dem Video. Peace! Beziehungen sind was Tolles. Man hat einen Partner, der einen liebt und den man selbst auch sehr liebt. Man ist für sich da, in guten wie in schlechten Zeiten. Man bildet eine Einheit und es heißt, wir zwei gegen den Rest der Welt. Wenn alles gut läuft, bleibt man zusammen, bis man alt ist. Wenn es schlecht läuft, dann trennen sich die Wege. Und das kann verdammt wehtun, denn man kann keinen Hebel umlegen, der einfach alles vergessen lässt, was in der Beziehung passiert ist. Weder das Gute noch das Schlechte. Aber das gehört wohl zum Leben dazu. Und im besten Fall macht es uns nur noch stärker. Leute, in diesem Video wird es um Ex-Freundinnen gehen, um Ex-Freunde, ums Schlussmachen, vielleicht auch um Liebe im Allgemeinen. Es wird lustige Arten geben, es wird nicht so lustige Arten geben, weil Liebe ist nicht immer lustig, aber Liebe ist auch nicht immer ernst. Ich will nicht zu viel drumherum blabbern. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Der Fremdgeher. Danke, dass du gekommen bist. Ja, was ist denn? Worüber willst du mit mir reden? Ich weiß, wie sehr ich dir wehgetan habe und ich wollte nochmal sagen, wie leid mir das tut. Du weißt, ich war an dem Abend betrunken und ich habe kaum noch was mitbekommen. Du hast mit meiner besten Freundin geschlafen. Ich meine, das hast du ja noch gut mitbekommen, oder nicht? Ja, sag mir, wie ich es wieder gut machen kann und ich werde es machen. Ich kann nicht ohne dich. Es gibt nichts mehr gut zu machen. Leb wohl. Die Hassliebe. Du weißt gar nicht, wie sehr du mir auf den Sack gehst. Ich gehe dir auf den Sack. Du wächst mich jede Nacht mit deinen Anrufen. Wenn du was klären willst, mach das tagsüber. Ich bin kein Bankier. Okay, weißt du was? Ich lass dich ab jetzt in Ruhe. Du hast mich eh nicht verdient. Hab ich ja Glück gehabt. Ja, richtig. Es gibt diese Paare, die nicht miteinander können, aber auch nicht ohne einander. Und manchmal denkt man, das war's. Aber dann fällt einem wieder ein, man gehört zusammen. Der um den heißen Brei Räder. Was wolltest du denn so Wichtiges mit mir besprechen? Es gibt nur eine kleine, klitzekleine Sache, die ich mit dir machen wollte, die sich auf Kuss reimt. Nuss? Nicht ganz, fängt mit S an. Schuss. Noch ein L dazu. Schussel. Ey, du bist doch echt zu blöd zum Kacken. Schluss mache ich mit dir. Schluss. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Gott sei Dank. Ja, allerdings. Wie Gott sei Dank? Ich wollte schon vor ein paar Wochen mit dir Schluss machen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, ich muss für ewig mit dir zusammenbleiben. Wieso wolltest du mit mir Schluss machen? Du bist nicht lustig und Humor ist für mich das Allerwichtigste. Ich bin nicht witzig? Soll das ein Witz sein? Ich bin YouTuber, ich bin witziger als witzig. Ich bin super witzig. Wenigstens ein bisschen? Klitzekleines bisschen? Damn! Die verlorene Liebe. Danke, dass du gekommen bist. Bin ich noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Hm? Ach, Nelson, hör auf. Das war ein Scherz, mein Gott. Ja, ich weiß, aber ich habe dich nicht herbestellt, um mit dir rumzukommen. Okay, was ist los? Ich kann das nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Das mit uns. Ich kann das mit uns nicht mehr. Ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Was habe ich dir getan? Nichts, du hast nichts getan. Du bist toll, so wie du bist, aber ich liebe dich nicht mehr. Das tut mir leid. Manchmal entliebt man sich oder der Partner und das tut natürlich ganz schön weh. Aber so ist das Leben. Der es überspielt. Bist du eigentlich noch mit der Lisa zusammen? Nee, Mann, ich bin wieder auf dem Markt.
Oh, da kann der Bro ja richtig am Wochenende Gas geben. Werde ich auch, Digga. Ich werde da nichts anbrennen lassen. Die werden alle vernascht. My bro is back. Aber sowas von, Digga. Aber ganz ehrlich, sie hat eh nicht so zu dir gepasst. Ey, warte mal kurz. Ich gebe mir da Pommes hoch, glaube ich. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Manchmal hat man das Gefühl, man ist über den Partner hinweg. Aber ist es vielleicht noch gar nicht. Jeder sollte sich die Zeit nehmen, die er braucht. Im Guten auseinandergehen. Dann sind wir uns also einig. Wir sind uns einig. Aber eins muss ich dir noch sagen. Und zwar? War echt lustig mit dir. Dankeschön. Mit dir aber auch. Wie viel wir gelacht haben. Schon krass. War echt eine schöne Zeit mit dir. Dankeschön. Danke dir. Lieber in Frieden auseinandergehen, als zusammen im Krieg zu sein. Leute, das war nur ein Bruchteil der Situation, wie Beziehungen aussehen können. Und zwar auch nur eine Seite, die traurige Seite. Wenn ihr auch noch die fröhliche Seite sehen wollt, schreibt's rein, dann mache ich euch dazu auch noch ein Video. Hier sind noch ein paar Situationen für euch, in denen ihr euch vielleicht wiederfindet, vielleicht nicht. Schaut's euch an und danke, dass ihr zugeschaut habt. Kennt ihr das, wenn ihr für jemanden schwärmt? Ihr denkt die ganze Zeit an diese Person und jede Story, die ihr auf Insta, Snap oder sonst wo postet, soll von der Person gesehen werden. Ob es Sprüche sind, coole Bilder von euch oder auch sonst was. Diese eine Person soll es sehen, wissen, wer wir sind und wir wollen ihr gefallen. Leider ist es nicht immer so, dass diese Person letztendlich auch die unsere wird. So funktioniert das leider nicht. Deshalb tut mir einen Gefallen und bleibt realistisch. Macht euch nicht mit euren eigenen Gedanken kaputt, mit euren Hoffnungen, die zum Scheitern verurteilt sind. Jeder darf hoffen, aber wie gesagt, seid realistisch und ehrlich zu euch selbst. Während du für jemand anderen schwärmst, schwärmt vielleicht gerade jemand heimlich für dich. Wie auch immer. Was soll ich abschließend sagen? Liebe ist scheiße. Scheiße geil. Sie birgt ein Risiko, aber was tut das nicht im Leben? Ich könnte über die Straße gehen und überfahren werden. Also warum Angst haben zu lieben? Man sollte nur Angst davor haben, nicht zu leben. Bleibt gut, behandelt alle Menschen mit Anstand und Respekt und jagt euren Träumen nach. Denn ihr habt nur dieses eine Leben. Liebe Grüße, euer Nelson Depassé. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal was völlig anderes. Schreibt mir gerne dazu konstruktive Kritik in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die mitgemacht haben. Kurz, als erstes muss ich sagen, ich habe leider eine der Damen weggeschickt. Deshalb ist sie jetzt nicht hier mit dabei, aber folgt dieser Dame auf jeden Fall auf Instagram. Und ganz wichtig, folgt Emma auf YouTube. Sie hat ihren eigenen YouTube-Kanal. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Insta ist auch von ihr verlinkt. Folgt auf jeden Fall Dennis, auch auf Insta und YouTube. Habe ich beides verlinkt. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Entschuldigung, können Sie bitte den Tatort verlassen? Das ist ein Tatort hier. Was machen Sie da? Ach, Entschuldigung, ich stelle mich mal vor, nicht? Herr Pess und Herr Jamal von der Detektei Großschwanz. Entschuldigung, Großschwanz? Wofür steht denn das? Ja, mein Vater, mütterlicherseits, der hatte einen Sohn und der hatte wirklich einen riesigen... Schwanz. Nee, Hund, nicht? Und der hatte einen riesigen... Kopf. Nee, Schwanz. Sie verlassen jetzt bitte den Tatort, nicht? Ich muss hier noch was besprechen und den Tatort reinigen. Schönen Tag noch. Er wurde erschlagen. Mit einem Gürtel. Und er wurde gestern erschlagen. Das heißt, ich kann ihn vielleicht wieder beleben. Herr Jamal, was machen Sie da? Ich will ihn wiederbeleben. Ja, das ist doch tot. Außerdem machen Sie es ganz falsch. Gehen Sie mal weg. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht, nicht? Am besten suchen Sie sich eine Melodie aus, zum Beispiel Stayin' Alive von den Bee Gees. Ich mach's einfach mal vor, nicht? Stayin' Alive, Stayin' Alive. Stayin' alive! Ist tot, hab ich doch gesagt. So, du musst ein bisschen fester machen, okay? So.
Haben wir jetzt wirklich Mist gebaut, Herr Jamal, nicht? Hier der Leiche den Brustkorb eindrücken vor den Augen des Bruders? Wie fänden Sie das denn, wenn Ihr Bruder hier tot legt und jemand drückt den Brustkorb ein? Hallo? Ich hab keinen Bruder. Ach so, ja. Ich hab eine Schwester. Ach, wie schön. Aber sie ist tot. Oh, es tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Das ist mit Ihrer Schwester, nicht? Was soll denn mit meiner Schwester sein? Die ist doch tot. Nein, ihr Name ist, aber sie ist tot, aber sie lebt. Ihr Name ist, aber sie ist tot, aber sie lebt? Ja, ihr Name ist, aber sie ist tot. Aber sie lebt. Ach, wie schön. Sie ist am Leben. Ja, wie schön. Ja. Wo lebt denn die Schwester, wenn ich fragen darf? Meine Schwester? Mhm. In Schopfheim. Wo liegt denn Schopfheim? Ich zeig's dir das kurz. Wenn hier Freiburg ist. Der Nippel ist Freiburg. Ja. Hier ist Freiburg. Ist hier Schopfheim. Ah, bei Wieden? Ja, genau. Ah. Ne? Und wo ist der Nippel dann? Ich muss sagen, meine Ortungskenntnisse sind wirklich mangelhaft. Wirklich? Ja, mangelhaft, nicht? Jedenfalls hier ist es in... Ich meinen größten Bruder als cool, ne? Dann wäre aber eine ganz komische... Verunreinigung eines Tatorts, Leichenschändung, Diebstahl und Psychoterror gegenüber eines Angehörigen. Entschuldigung, Detective Montgomery. So, habt ihr überhaupt irgendwas rausgefunden? Doch, wir haben doch was rausgefunden. Hier der Dings, der Jamal, der hat eine Schwester. Was hat das denn mit dem Fall zu tun? Aber sie ist tot. Oh, nein. Jamal, Sie haben heute frei. Sie haben eine Auszeit nicht verdient. Niemand muss so leiden wie Sie. Okay? Und Sie, Pessi, Sie begleiten ihn dann. Für heute, ja? Ihr habt frei. Also ich habe auch frei. Sie haben auch frei. Meine Schwester geht sogar. Das ist nobel. Also, dass wir so einen Chef haben, da können wir uns glücklich schätzen. Das ist nobel. Das ist wirklich nobel, nicht? Und ich werde mich dir annehmen und mich um dich kümmern. Danke, Boss. Aber mein...